Hallo, ich bin Carsten in Dorum. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal und frohes Neues hier aus Dorum Neufeld. Ich bin hier über Silvester an die Nordseeküste gefahren. Ja, wir haben es 1. Januar, noch recht früh, ich glaube 9 Uhr. Also für Silvestermorgen ist es früh, würde ich sagen. Ich bin hier am Sielhafen, Dorum Neufeld. Ich will mir gleich ein Museum anschauen. Und ja, das macht er erst um 10:30 auf. Es regnet zwar, aber das stört mich nicht weiter. Ich gehe ein bisschen spazieren, ein bisschen die Zeit tot machen, dass ich dann irgendwann mir das Museum angucken kann. Ja, ich nehme euch mal mit auf meine Morgenrunde. Mal schauen, was wir hier zu sehen kriegen. Ja, da im Hintergrund seht ihr den Leuchtturm von Dorum Neufeld. Ein Wahrzeichen für Dorum, direkt hier an der Eilenfahrt zum Sielhafen. Da kann man hoch, hat man vielleicht mal ein bisschen Aussicht, ich weiß jetzt nicht, ob man, ich meine, hier ist ja alles flach, weiß ich nicht, ob die Aussicht so viel bringt, aber ich wage mich da jetzt gleich mal hoch. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt überhaupt hoch kann, weil da, ihr seht es wahrscheinlich, ist eingerüstet. Gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, ob man mit den Aufnahmen überhaupt was anfangen kann. Ich bin nur am Linse putzen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt hört. Also sind auch immer im Winter noch welche, die sich auch ins Watt hauen. Wie gesagt, jetzt ist ablaufendes Wasser. Da ist es natürlich noch relativ ungefährlich, sage ich jetzt mal so. Aber ich bin es schon erstaunlich, wie weit sich die Leute ins Watt trauen, ohne Führer, ohne alles. Da frage ich mich manchmal, ob die das auch wirklich umreißen können, wie gefährlich das sein kann. Einmal im Blick Richtung Dorum Neufeld. Ja, hier ist im Moment Schluss. Ihr könnt sehen. Na gut, dann mache ich mich mal wieder auf den Abstieg. So, vom Turm wieder runter. Da ist schon ganz schön windig da oben. Aber macht auch Spaß. Ja, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. Jetzt haben wir gleich 10 Uhr. Ich werde dann mal langsam doch schon zum Hotelzimmer gehen. Hier eben die Brille putzen und dann werde ich mal da zu diesem Museum fahren und mir das Museum anschauen. Das Marineflieger Museum Aeronauticum. Mein Gott,
komplizierter Name. Ja, jetzt haben wir kurz nach 15 Uhr. Jetzt haben wir noch nicht ganz Hochwasser, aber da fehlt auch nicht mehr viel. Ja, ich war heute Vormittag im Hotel, im Museum. War nicht so toll. Dann bin ich wieder ins Hotel, hab mich eine Stunde aufs Ohr gehauen. Jetzt mache ich noch mal eine kleine Spazierrunde. Spazierrunde ist zu Ende. Ich bin schon wieder im Hotel zurück. Wollte auch nur eine kleine Runde machen, aber jetzt wird es auch schon langsam wieder dunkel draußen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.